So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator 2 und heute wollen wir uns so anschauen, was sich an den Minimum System Requirements von Cyberpunk demnächst ändern wird mit dem Phantom Liberty Update, denn da hat CD Projekt Red ganz schön die Mindestanforderungen hochgeschraubt, die man eben erfüllen muss, um in diesem Update tatsächlich mit halbwegs okayen Framerates spielen zu können. Und das ist sowohl auf der CPU als auch auf der GPU-Seite ein ziemlicher Jump, also nicht nur ein klein wenig, sondern wirklich ein extrem großer Sprung. Und wie ihr hier seht an den zwei Cases, die da drüben stehen, haben wir heute vor, einmal den PC mit den empfohlenen Anforderungen für ganz normales Spielen zu bauen, aber auch einmal den PC für die empfohlenen Anforderungen für mit Raytracing zu spielen. Und CD Projekt Red gibt da mehrere Tiers immer raus. Einmal halt Minimum Requirements, Recommended, und dann halt High Settings oder Ultra Settings. Deswegen, wir halten uns hier an im Grunde immer die mittlere Stufe und nicht die ganz Minimum-Dinger. Das ist eben meiner Meinung nach hier die sinnvollste Sache, die wir machen können. Ich werde natürlich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, was so die Minimum-Settings sind, also die Settings für Low jeweils auf Raytracing, aber auch im ganz normalen Spiel. Werd aber eben die nicht bauen, weil man will letztendlich ja meistens nicht unbedingt das Schlechteste an den Einstellungen haben. Auch wenn es bestimmt immer noch okay aussehen wird, aber ich glaube, man geht halt schon relativ krasse Kompromisse ein. Gerade wenn man hier am PC spielt, sollte man meiner Meinung nach nicht halt als Ziel haben, 30 FPS zu haben. Und das ist halt bei den Dingern jeweils der Fall. Die Low Settings targeten 30 FPS bei Full HD. Und das ist sehr wenig für 2023. Deswegen gehen wir lieber mit den Sachen für die High Settings bzw. Raytracing Ultra. Da sind jeweils 1080p und 60 FPS zumindest garantiert. Aber bauen wir einfach mal unser System. Ich werde mich auch relativ stark an das halten, was CD Projekt Red hier als Mindestanforderung rausgibt. Wenn ich irgendwo einen Grund sehe, um etwas zu upgraden, mache ich das auch. Erkläre halt aber auch, wieso wir mehr machen als das Minimum. Ich kann schon mal sagen, zum Beispiel beim Speicherplatz, wir bauen jetzt natürlich durchaus eine sinnvollere Menge an Speicherplatz ein, nämlich 1 Terabyte mindestens. Und nicht irgendwie, theoretisch bräuchte man 70 GB laut CD Projekt Red fürs Game. Aber das macht natürlich gar keinen Sinn. Und sowas findest du heutzutage auch nicht mehr als SSD. Also insofern, ne, deswegen. Bei der CPU wird hier für High Settings, normales Spielen ohne Raytracing empfohlen, mindestens ein i7 12700. Wir gehen hier mit einem 12700K, es ist kein signifikanter Unterschied, wenn wir sowieso nicht hier übertakten werden, was wir auch nicht werden. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich noch die ältere der zwei CPUs, die hier angegeben werden von CD Projekt Red. Nämlich die andere Alternative auf der AMD-Seite ist ein Ryzen 7 7800X. Das ist die momentane Generation an CPUs. Sie schließen damit im Grunde selbst Ryzen 5000 aus, was letztes Jahr noch aktuell war. Was halt schon ziemlich crazy shit ist. Und auch bei Intel wird halt alles, was älter als ein i7 12700 ist, beziehungsweise auch aus der gleichen Generation der E5 und so weiter, all die sind nicht mehr wirklich empfohlen für Spielen auf höheren Settings mit bei Full HD mit 60 FPS und das ist schon ziemlich, ziemlich harte Kost, wie ich finde. Genauso ist übrigens auch bei RAM, wenn du nur noch 8 GB RAM dein System hast, dann bist du auch da mittlerweile draußen. Gut zugegebenermaßen, wir sind hier auf einer Plattform mit einer Unterstützung für DDR4 RAM immer noch. Das bedeutet, 16 GB DDR4 RAM sind sehr, sehr günstig zu kriegen. Da kann man schon sagen, das ist okay. Die kriegst du halt für unter 50 Euro. Das ist wirklich eine Sache, die man tatsächlich erwarten kann. Aber die Anforderungen bei CPU und GPU sind schon nicht ohne. Wir werden hier auch mal uns an etwas günstigeres halten, da das einfach meiner Meinung nach am meisten Sinn ergibt. So,
Bei der Kühlung werden wir jetzt auch nicht übertreiben, weil es ergibt einfach nicht besonders viel Sinn, da jetzt besonders viel auszugeben. Wir wollen uns ja eben an eher Minimum halten. Ich bin gerade überlegen, wir könnten theoretisch einen Pure Rock 2 nehmen. Der wird das wahrscheinlich auch okay kühlen, gerade weil wir ja eigentlich eine nicht übertaktbare CPU haben. Also klar, wir verwenden die K-CPU, aber wir werden sie eben nicht übertakten, weil in den Anforderungen halt die Nicht-K-CPU steht. Wir könnten allerdings auch hier irgendwie was wie ein Fera 5 hier nehmen. Da haben wir zumindest mal einen Dual-Fan-Kühler. Der wird jetzt nicht insane. Ah, doch, der müsste noch reinpassen. Das müssen wir mal gucken. Ob PC Building Simulator uns da wieder einen Streich spielt. Nee, okay, es geht noch. Ist allerdings sehr close. Sehr, sehr close. Würde ich in Real Life lieber nicht machen. So, kann auch sein, dass ihr da trotzdem irgendwelche Probleme kriegt. Deswegen, ne, ja. So, eine 1 TB SSD sollte auf jeden Fall am Start sein. Es werden auch keine HDDs im Grunde empfohlen. Und Cyberpunk hat ja tatsächlich ursprünglich einen HDD-Cache-Modus und einen SSD-Modus. Aus dem Grund gehe ich davon aus, dass auch der nicht mehr ausreichen wird, um das Spiel jetzt eben nach dem neuen Update mit ja nicht krassem Texture-Pop-In zu spielen. Deswegen, SSD ist die Mindestanforderung jetzt im Grunde für Full HD mit 60 FPS. Und bei der Grafikkarte ist es auch nicht sehr ohne. Da bin ich tatsächlich sehr froh. Da hat man nicht nur die Intel und die AMD-Variante, jetzt habe ich schon gespoilert, nicht nur die Nvidia und AMD-Variante angegeben, sondern tatsächlich auch die Mindestanforderungen, wenn man eine Intel-GPU hat. Und das ist tatsächlich dann eine Intel Arc A770, also das Beste, was Intel momentan zu bieten hat. Ist jetzt allerdings nicht so super tragisch, weil die anderen Karten, die angegeben sind, mit einer RTX 2060 Super und einer RX 5700 XT, kann man halt nicht mehr neu kaufen. Klar, man kann jetzt äquivalente Sachen sich raussuchen, aber ich finde es tatsächlich gar keine so dumme Idee, da jetzt mal eine Intel Arc A770 einzubauen, weil die ist auch preis-leistungstechnisch halt einfach das, was man mit dieser Leistung bekommt, das, was am besten vom Preis-Leistungs-Verhältnis abschneidet. Wenn man damit AMD oder Nvidia geht, müsste man noch mal ein bisschen mehr zahlen. Ich weiß, die Intel-GPUs haben immer noch ein paar Probleme, Treiberprobleme in einigen Spielen, aber ich gehe davon aus, da CD Projekt Red in ihren eigenen Charts es angegeben hat, dass sie auch mit der Intel-GPU getestet haben und geguckt haben, dass das auch mit den Treibern her genug optimiert ist, dass es da jetzt nicht zu konstanten Crashes oder sowas kommt. Das setze ich hier einfach mal voraus an der Stelle, dass das gemacht wurde. Beim Netzteil gehen wir jetzt einfach mal, ja, weißt du was, wir gehen mit einem 650 Watt Netzteil. 750 Watt wollte ich gerade eigentlich machen, aber es ist eigentlich noch ein bisschen unnötig für das, was wir hier drin verbaut haben. Gehen wir mit einem XPG Core Reactor, das ist definitiv ein sehr okayes Netzteil, und bauen hier mal alles ein, fertig. So, können wir hier hinten schon mal zumachen und vorne auch. Und dann kann das System soweit schon mal booten. Und dann widmen wir uns natürlich auch gleich dem System für Raytracing. Allerdings möchte ich vorher noch ein bisschen erwähnt haben, während es nicht hier ein paar Kleinigkeiten, die wir gleich zum Testen nutzen, installiere. Möchte ich erwähnt haben, was die Mindestanforderung, also wirklich die Mindestanforderung für Full HD mit 30 FPS wären, auch wenn ich, wie gesagt, keine Person, die PC-Gamer ist, kenne, die sich eventuell einen neuen PC kaufen muss und dann sagt, ja, aber 30 FPS sind okay für mich mit Full HD, weil das ist eigentlich ja mittlerweile, ja, schon seit Jahren eigentlich Minimum 60 FPS auf dem PC, und so auch ziemlich die Sache, wo sich immer PC-Gamer drüber aufregen bei den Konsolen, wenn da nur 30 FPS am Start sind. Deswegen gehe ich halt davon aus, dass wir jetzt hier in der Community wenig Leute haben werden, die sagen werden, ja, 30 FPS sind okay für mich. Aber damit es trotzdem erwähnt ist an der Stelle mal, dafür reicht dann tatsächlich deutlich ältere Hardware. Allerdings immer noch gar nicht so wenig. Also ein i7-6700 oder ein Ryzen 5 1600 reichen dafür aus. Das hört sich jetzt erstmal krass an nach, oh, echt ziemlich viel älter.
und weniger performant, und das ist auch wahr. Aber wenn wir das mal vergleichen mit den ursprünglichen Specs, die CD Projekt Red ursprünglich für Cyberpunk angegeben hat und die bisher immer noch gelten, ist der i7-6700 da angegeben für wirklich das Maximum. Also für Raytracing Ultra. Oder natürlich dann auch normale Ultra-Settings. Und das ist Raytracing Ultra auf 4K. Und in Zukunft reicht das, was bisher für maximale Raytracing-Settings 4K gereicht hat, angeblich, nur noch für Full HD 30 FPS ohne Raytracing. Und das ist schon ein krasses Downgrade, wie ich finde. Insofern, das ist sogar meiner Meinung nach noch krasser als bei den GPUs, weil da ist angegeben als Minimum eine GTX 1060 oder eine RX 580, jeweils, also die 1060 mit 6 GB und die RX 580 mit 8 GB. Das ist auch nicht gerade wenig, aber es ist tatsächlich sehr viel näher dran an den Mindestanforderungen für eine Grafikkarte, die damals der Fall waren. Eine RX 590 sogar und eine GTX 1060 waren damals für Full HD auf High Settings empfohlen, wo ich dann sagen kann, ja, das ist ziemlich nah dran. Die sind jetzt halt von Full HD High auf Full HD Low mit 30 FPS im Vergleich zu, vermute ich mal, 60 FPS gefallen. Das ist jetzt nicht geil, aber die CPU ist halt von 4K Ultra Settings zu Full HD Low gefallen. Das ist ein bisschen problematisch, wie ich finde. Da haben wir einen ziemlich krassen Downfall gehabt. Wir behalten das gleich mal alles im Auge und testen auch natürlich. Allerdings möchte ich vorher erstmal mich hier dem zweiten System widmen, nämlich dem Raytracing Ultra System. Da ist nämlich was rausgefallen. Ursprünglich war Raytracing Ultra das Maximum, was eben möglich war. Und da wurden auch verschiedene Tiers angegeben bei Raytracing, nämlich drei verschiedene: Raytracing Minimum, High und Ultra. Jetzt ist das Ganze aber anders und es wird auch ganz anders definiert, weil früher war Raytracing Ultra halt Raytracing auf 4K. Jetzt ist Raytracing Ultra Raytracing auf Full HD mit 60 FPS. Deswegen, also das sehe ich halt anders ein. Es gibt jetzt ein neues Raytracing Overdrive Preset, was CD Projekt Red auch hat. Und das ist jetzt 4K mit 60 FPS. Deswegen vergleiche ich einfach mal das Raytracing Ultra von heute stattdessen eher mit dem Raytracing High bzw. Raytracing Minimum von damals, weil selbst bei Raytracing High waren ursprünglich 1440p getargetet. Nur bei Raytracing Minimum war ursprünglich 1080p gedacht. Insofern finde ich, auch da ist das nur bedingt gut vergleichbar. Ich hätte ist besser gefunden, wenn man da bei Zahlen geblieben wäre, die besser vergleichbar sind, als die Sachen hier, die alle so ein bisschen durcheinander geworfen sind. Aber egal. Wir machen Raytracing Ultra, denn wir wollen mindestens Full HD mit 60 FPS. Ich glaube, das ist, wie gesagt, gerade wenn man Raytracing will, eigentlich kannst du da nicht erwarten, dass du dann auf 30 FPS runterschraubst. Das ist ja, also, ne, da, du musst schon eine Menge Geld ausgegeben haben, damit du überhaupt Raytracing haben kannst. Dann macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, an der Ecke oder an den Ecken und Enden zu sparen. Wir gehen an der Stelle allerdings mal mit einem AMD-System, mit dem B650-Board. Da können wir nämlich gegenüber Z690 ein klein wenig tatsächlich sparen. Bei der CPU wurde auch nochmal ein Upgrade vorgenommen. Also hier brauchen wir mindestens für Raytracing einen Ryzen 9 7900X oder früher einen Intel i9 12900. Also da fällt dann auch nochmal eine ganze Menge raus. Das ist also durchaus trotzdem nochmal ein Upgrade gegenüber den normalen Specs, die empfohlen werden. Auch beim RAM gibt es ein Upgrade. Wir müssen mindestens 20 GB RAM haben. Jetzt kriegst du 20 GB RAM basically nicht gekauft. Das Einzige, was du halt eventuell kriegst, wenn du halt mit DDR5 unterwegs bist, wie wir es hier sind. Leider im Game geht das nicht, aber in Real Life gibt es das. Es gibt 12 und 24 und 48 GB RAM-Riegel bei DDR5. Wie gesagt, hier haben wir keine, das heißt, wir müssen mit 2x16 GB gehen, wenn wir das Minimum von 20 haben wollen.
sind wir halt jetzt bei 32. Das ist halt ein Jump, den ich nicht unbedingt haben wollte, aber der muss halt sein. Wie gesagt, in Real Life könntest du auch 24 GB nehmen und wärst damit ganz okay dabei. So, bei der Kühlung würde ich da auf jeden Fall mindestens auch bei so einem Fera 5 Dual-Fan bleiben, denn 7900X hat durchaus ein bisschen Abwärme und gerade die neuen AMD-CPUs turbon ja standardmäßig hoch bis zu ihrem Thermal-Limit, außer man schaltet das eben aus oder undervolted oder sowas. Und genau dann wollen wir jetzt natürlich nicht, was weiß ich, das Äquivalent von einem Stockkühler da drauf haben, sondern eher schon ein bisschen was Performanteres. Bei der SSD setze ich auch mindestens mal auf 1 TB. Hatten wir ja, glaube ich, drüben auch die VP4300 eingebaut. Also nehmen wir auch die hier mal, eine an sich sehr, sehr schnelle NVMe-SSD. Geht natürlich jetzt aber auch eine günstigere NVMe-SSD. Allerdings würde ich schon gerade für einen PC dieser Performance-Klasse schon eine etwas performantere NVMe-SSD empfehlen. Zumindest als Hauptspeicher. 1 TB sind meiner Meinung nach in der Preisklasse eigentlich gar nicht mehr genug für das gesamte System, aber belassen wir das an der Stelle mal dabei. Auf jeden Fall wird für Raytracing Ultra sonst bei der GPU mindestens empfohlen, tatsächlich eine AMD Radeon RX 7900 XTX, also wirklich das Flaggschiff von AMD, ist das ist im Grunde, wenn man spielbares Raytracing haben will, das Minimum, was echt lächerlich ist. Oder eine RTX 3080 Ti, das ist jetzt nicht mehr so krass wie bei der AMD-Seite. Wie gesagt, AMD ist bei Raytracing nicht so hundertprozentig dahinter wie Intel. Das jetzt sage ich schon wieder Intel, wie Nvidia das ist. Aber es ist natürlich trotzdem immer noch ziemlich krass, weil damit basically 95% aller Leute nicht mehr dabei sind. Klar, Raytracing-Karten an sich haben vergleichsweise sehr viel weniger Leute als Nicht-Raytracing-Karten, aber ne, da fällt halt unglaublich viel raus. Die komplette RTX 20er-Serie, RTX 3060, 3060 Ti, 3070, 3070 Ti, 3080, das ist schon eine ganze Menge, was da nicht mehr halt geht dann. Und selbst High-End-Karten der vorherigen Generation, also 2080 Ti, nope, geht nicht mehr. Das ist schon ziemlich heftig, wie ich finde. Da sollte man dann auch mindestens ein 850 Watt Netzteil drin haben, denn die RTX 3000er Serie hat tatsächlich hier Probleme mit Power-Spikes, also da geht zum Teil für wirklich Millisekunden, beziehungsweise, ja doch, Millisekunden ist irgendwo zwischen Milli und Nanosekunden. Ich bin mir nicht mehr 100% gerade sicher. Spiked die Karte manchmal sehr krass im Vergleich zu ihrem normalen Rated Stromverbrauch. Zum Teil auf das Doppelte oder sogar mehr. Deswegen kann dann auch mal so eine 3080 Ti da mal kurz, also wirklich, wirklich extrem kurz, 600-700 Watt ziehen, aber wenn das gesamte System halt dann nur ein 750 Watt Netzteil hat, ist das halt ein Problem, weil die CPU allein schon über 100 Watt zieht und natürlich auch noch andere Sachen hier in diesem PC sind, die SSD, RAM, Lüfter und so weiter und so fort, deswegen macht das Netzteil dann dicht und dann hat man ein Problem. Da sollte man deswegen schon mal ein gutes Netzteil drin haben. 850 Watt ist eigentlich da so das Minimum, was ich einbauen würde, wenn ich ehrlich bin, um der Sache zu vertrauen. Und selbst da musst du aufpassen, dass du wirklich ein gutes hast, weil es gibt bestimmt auch 850 Watt Netzteile, die bei Spikes auch da schon Probleme machen. Aber das sollte in dem Fall für uns reichen. Das XPG Core Reactor ist eigentlich ein sehr, sehr fähiges Netzteil, was Adata da auf den Markt gebracht hat. Deswegen gehe ich davon aus, dass das handeln wird. So, jetzt werden wir aber auf jeden Fall gleich mal ein klein wenig benchmarken, um die Systeme so ein bisschen miteinander zu vergleichen. Übrigens werde ich natürlich euch auch noch sagen, falls es euch interessiert, was die Minimum Raytracing Settings sind für das Phantom Liberty Update. Allerdings, ich würde sagen, Sekunde, wir sollten hier vielleicht mal unsere RAM-Profile jeweils laden und dann machen wir erstmal einen CPU-Benchmark. Das wäre doch mal eine Idee. So, wie gesagt, übertaktet an sich wird hier nichts sonst. Wir wollen ja fair bleiben und das Spiel ist echt schlecht, was Übertakten angeht im Vergleich zu Real-Life-Werten.
Okay, da hätten wir nicht wirklich was machen müssen. Der Rahmen lief schon okay. Warum auch immer wir jetzt hier wieder drin sind. So, wir wollen ins Betriebssystem. Dann können wir hier auch die Beleuchtung gerade mal anpassen. Ist jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig, aber why not? Und dann wird hier mal gebenchmarkt zwischen den zwei PCs. So. Damit ihr auch die Minimum-Settings kennt, mindestens erwartet CD Projekt Red von euch für Raytracing entweder einen Ryzen 5 5600, also das ist die vorherige Generation von AMD, da die tatsächlich Lowest CPU, oder einen i7 9700. Da sind wir auch nochmal ein gutes Stückchen älter, also da geht dann schon sehr, sehr viel mehr. Allerdings, wie gesagt, es ist nur für Full HD mit 30 FPS, was wahrscheinlich für die meisten Leute zu wenig sein wird. Bei den GPUs gibt es auch dort dann ein kleines Downgrade. Da reicht dann schon eine Intel Arc A750 sogar. Also sogar ist es leichter, Raytracing Low zu betreiben, als ohne Raytracing High Settings. Das ist crazy. Sonst eine RX 6800 XT oder eine RTX 2060. Und das ist zwar alles durchaus niedriger, aber wie gesagt, für Full HD mit 30 FPS ist das trotzdem immer noch eine Menge. Und auch da werden mindestens 16 GB RAM gebraucht. Also da seid ihr auch mit 8 GB leider dann schon draußen. Um das halt nochmal so ein bisschen in Vergleich zu ziehen, insgesamt für Raytracing Minimum hat vorher gereicht zwar immer noch 16 GB RAM, die man damals gebraucht hat, allerdings war es da auch schon okay, wenn man einen Intel Core i7 4790 hatte, einen Ryzen 3 3200G, also das ist wirklich sehr, sehr, sehr low, und eine RTX 2060. Und das war, wie gesagt, Full HD mit, ich glaube, mindestens 60 FPS. Ich habe leider keine FPS-Angaben, beziehungsweise CD Projekt Red hatte in den ursprünglichen Angaben eben keine FPS-Zahlen drin. Ich glaube allerdings noch im Kopf zu haben, dass damit jeweils 60 FPS ursprünglich getargetet wurde oder es zumindest so kommuniziert wurde. Übrigens, hier sehen wir jetzt so ein bisschen den Vergleich. Hier unser i7 12700 von der CPU-Performance kriegen wir 9800 Punkte. Das ist ja auch nicht schlecht, aber hier für die AMD-Seite wird schon nochmal sehr viel mehr erwartet. Übrigens, ein 7800 wäre jetzt halt auch deutlich stärker als das gewesen. Der 7800 von AMD wäre das Äquivalent gewesen zum 12700 von CD Projekt Red aus. Ich vermute, dass das Ganze nicht besonders gut auf AMD optimiert ist. Zumindest hört sich das für mich so an. Weil ein 7800X schon für Gaming nochmal eigentlich deutlich stärker sein sollte als ein i7 12700. Aber das geht für mich daraus einfach nur so hervor. Allerdings würde es mich trotzdem interessieren, hier zu benchmarken, wie die Systeme sonst auch so abschneiden. Erstmal machen wir einen normalen 3D Mark Times bei und danach machen wir auch noch ein Port Royal bei beiden. Sprich den Raytracing Benchmark dann, um zu sehen, wo wir da so abschneiden. Übrigens, gut, ich habe es zugegebenermaßen eben ja schon so mehr oder weniger erwähnt. Für maximales Raytracing war ursprünglich in i7 6700 genug, aber ich habe gar nicht erwähnt gehabt, eine RTX 3080 war die Top-of-the-Line-Grafikkarte, mit der du alles spielen konntest im Grunde auf 4K. Und mit einer RTX 3080 bist du halt mittlerweile, wie wir jetzt gerade gemerkt haben, 3080 Ti, also der große Bruder der 3080, reicht jetzt nur noch für 1080p 60 FPS Raytracing. Früher halt der kleine Bruder für 4K Raytracing. Und das ist, ja, es tut alles schon so ein klein wenig weh. Ich kann natürlich nachvollziehen, also jetzt komplett kein Hate sein an CD Projekt Red. In irgendeiner Form. Es ist natürlich okay, dass sie die Anforderungen da hochgeschraubt haben, weil auch vom Aussehen her nochmal einiges am Spiel getan wurde. Allerdings muss man sagen, dass die ursprünglichen Angaben da auch eher ein bisschen unrealistisch waren. Zu Release sowieso, weil das Spiel Performance-Probleme jeglicher Sorte hatte. Aber ich kenne viele Leute, die damals, also ich rede jetzt wirklich nicht von mir, sondern ich kenne Leute, die damals sich Cyberpunk gekauft haben zu Release und im Grunde Sachen hatten, die als
ja, zumindest mittlere bis hohe Settings ursprünglich gegolten haben, also eine 1060 zum Beispiel, die ursprünglich für High Settings bzw. für Recommended Settings zumindest auf Full HD gereicht hatte, die dann aber nicht mal auf Low Settings damit spielen konnten. Deswegen waren, glaube ich, einfach die ursprünglichen Anforderungen, die man rausgegeben hat, echt unrealistisch. Das ist eher ein Problem von nicht die neuen Settings oder die neuen Anforderungen sind nicht unbedingt das Problem, sondern auch, dass die alten Anforderungen vielleicht ein bisschen unrealistisch niedrig waren. Niedriger als tatsächlich in der Realität mindestens gebraucht wurde. So. Aber die neuen sind natürlich auch trotzdem sehr, sehr hoch. Also man braucht da wirklich ein State-of-the-Art Gaming-PC eigentlich, der in den letzten 2 Jahren gebaut wurde. Sonst bist du da eigentlich raus. Außer du gibst dich mit Full HD 30 FPS zufrieden. In jeglicher Form. So, wie sind wir hier denn so abgeschnitten? Bei knapp 90 FPS im GPU-Test, beziehungsweise sagen wir mal 92 FPS im zweiten und 83 bzw. 84 im ersten Test, was weird ist. Normalerweise ist der erste Test der, bei dem man mehr FPS hat. Das ist weird. Das sehen wir nämlich hier auch. So sollte das sein. Was zur Hölle ist mit unserer Intel Arc A770 falsch? Das wäre mir noch nie so aufgefallen hier im Game. Es gibt keine andere GPU, die ich kenne, die im zweiten Test bei 3D-Markt High Spy besser performt als beim ersten. Und dann auch noch merkbar, also knapp 10 FPS. Aber es scheint so zu sein. Also wir haben jetzt wieder ein ziemlich ähnliches Ergebnis zu eben. Interessant, was wir da so nebenbei rausfinden gerade. Hätte ich nicht mit gerechnet. Wie gesagt, ja, das ist tatsächlich so. Scheinbar. Weiß nicht, ob das jetzt an PC Building Simulator liegt oder ob das auch in Real Life so ist. Ich habe keine Intel Arc-Karten. Auch wenn ich selbst schon drüber nachgedacht habe mal. Ich habe keine Intel Arc-Karte und habe auch keine in einem anderen PC verbaut bisher. Auch wenn ich sehr dran interessiert wäre. Aber wie dem auch sei, es ist schon ziemlich krass, was mit den Anforderungen hier los ist. Das kann man nicht anders sagen. Trotzdem bin ich gleich mal gespannt, wie wir uns so bei Raytracing jeweils schlagen. So, hier haben wir ja 17.000 Punkte gehabt. Da ist die CPU ein bisschen schlechter abgeschnitten als hier drüben. Das ist tatsächlich immer ein bisschen lustig. Aus irgendeinem Grund schlägt sich Intel immer besser hier im Game bei 3D-Mark. Es ist nicht wirklich vergleichbar mit Real-Life Gaming-Performance, wo definitiv ein 7900X definitiv hier ein i7-12700 schlagen wird in fast allen Tests. Hier in Game ist es aus irgendeinem Grund halt nicht so. Ignorieren wir das an der Stelle einfach mal. Hier drüben haben wir aber auf jeden Fall es geschafft, über 100 FPS zu kommen. Das ist schon mal sehr akzeptabel. Es reicht auch auf jeden Fall für basically alles andere an Games aus. Nur eben für Cyberpunk ist es dann halt eben nur Full HD 60 FPS. Bei allem anderen geht da mindestens 1440p oder 4K sogar. So, jetzt sind wir allerdings mal gespannt, wo wir so landen bei Raytracing. Da werden wir natürlich trotzdem deutlich niedrigere Zahlen haben. Da auch. Da sind wir sogar niedriger als bei den Cyberpunk-Zahlen. Das ist interessant. Allerdings ist Portrait, das muss man an der Stelle gesagt haben, ein 1440p-Benchmark. Nicht ein Full HD-Benchmark. Okay, ich muss rausgehen, um das zu zeigen. Wollen erstmal vergleichen. Hier kommen wir auf 7400 Punkte. Hier drüben auf 12900. Sagen wir einfach 13.000 Punkte, das ist auf jeden Fall sehr respektabel. Das hier ist auch an sich ein bisschen niedrig für Raytracing-Sachen, aber es ist halt auch eine sehr, sehr günstige Karte. So, aber hier sehen wir es nochmal, Render-Auflösung beträgt 1440p bei Port Royal, deswegen 60 FPS sind hier nicht ganz erreicht worden, aber wie gesagt, es ist 1440p, bei Cyberpunk ist es nur Full HD mit 60 FPS. Aber was haltet ihr denn von eben diesen jeweiligen Mindestanforderungen, die rausgegeben wurden von CD Projekt Red für Cyberpunk?
Seid ihr der Meinung, das hätte noch besser optimiert werden können? Seid ihr der Meinung, das ist vielleicht ein bisschen zu krass? Da hätte man irgendwie schauen sollen, dass man einen Kompromiss eher findet zwischen Performance und Grafik an sich. Oder findet ihr das soweit okay? Und was hält ihr natürlich von diesen PCs? Auch das würde ich natürlich gerne hören. Lasst mir das auf jeden Fall unten in den Kommentaren da. Genauso wie auch gerne ein Like, wenn ihr schon auf dem Weg dorthin seid, falls euch dieser Part gefallen hat. Sonst noch natürlich ein Abo, um zukünftige Videos nicht zu verpassen. Und dann sehen wir uns nächstes Mal. Bis dann und ciao!